Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 1. Was jetzt hier hinter der Ecke passiert, das weiß ich, weil ich eben schon mal gestartet habe und dann festgestellt habe währenddessen, dass das sich ja wieder verstellt hat, weil ich ja neu gestartet habe, das Spiel und so weiter. Ach, das ist mein übliches Problem halt, ne? Und dahinter erwartet uns nichts Tolles. Das war die hier. Aber ich möchte gerne an denen einfach vorbei. Lauf weiter, Lara, okay? Nein, weiter geradeaus. Das ist mir einfach egal. Komm, egal. Ich möchte dort da nur da rein. Ich wollte da rein. Das geht nämlich zu. Das habe ich mich auch schon festgestellt. Nochmal. Du lebst noch. Das ist mir egal. Vielleicht nicht mehr. Ha. Und rein da. Das ist mir voll interessant. Auch schon. Ey, es zählt, oder? Schnell. Huhu, ich hab's doch gewusst, das ist ein Secret. Ich wusste es. Es war so offensichtlich. Ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht zu, während ich hier drin bin und geht nie wieder auf. Das wäre doof. Nein, so fies sind die Secrets ja nicht. Tut mir jetzt auch leid, dass es vorhin jetzt ein bisschen katastrophal war, vielleicht für manche. Ich fand's lustig. Ah, es musste einfach mal sein. So ein bisschen zur Stimmungsaufhellung meinerseits. Oh, vielleicht sollte ich speichern. Ich habe das immerhin überlebt. Da. Ja, okay. Ich hoffe, das Kapitel geht nicht mehr allzu lang. Dann fehlt nämlich nur noch ein einziges. Dann habe ich dieses wunderschöne Level hinter mir. Da ist Lava und da ist ein... Nee, das ist nicht... Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich laufen kann. Nein, Lara und laufen, das geht nicht. Vor allem, wo renne ich denn? Ich muss den ganzen Weg dann zurückrennen, ne? Ach du meine Güte, das geht doch bestimmt nicht auf. Noch ein bisschen. Nein, Lara, renn nicht. Mann, ich kann das doch nicht. Steuern, lenken, pff. Aus der Perspektive ist für mich unmöglich. Ich werde jetzt an dieser Sache scheitern. Oh, warte mal. Ist das hier vorne? Kann man hoch? Also irgendwo. Da, auf der Seite. Ich konnte es eben nicht ausmachen, weil sich die Kamera so gedreht hatte. Ah, das kann ich doch nie im Leben schaffen, ne? Also rein theoretisch. Es ist hier. Ja klar, aber... Ich kann mir auch vorstellen, wofür die Lava ist, dass die weggeht. Weil da war ja dieser eine Gang. Aber das schaffe ich doch nie im Leben bis hierhin. Wahrscheinlich muss das trotzdem so sein. Oh, ich hab's aber geschafft. Bin gut. Also irgendwie. Ich weiß, ich speichere häufig. Ich speichere sehr häufig, aber ehrlich gesagt... Das würde jeder, der die Möglichkeit dazu hat, oder? Bin erstaunt, dass hier kein komisches Echsenviech kommt. Ich musste gerade gucken, ob mein Mikro unten ist. Nicht, dass das wieder oben ist, wie in der letzten Folge. Wie ich hier einfach langlaufe, so lalalala. So viel dazu. Ah, dieses Level, das ist furchtbar. Ich höre schon wieder was super Tolles. Was sind das für komische Dinger da, die da so rausgucken? Ja, nee. Ich speichere. Erstens, diese komischen Teile. Dann
noch so eine blöde Kugel und Pfeile. Ja, klar, klar, klar. Koordinieren. Koordinieren muss ich das. Nein, das war noch zu früh. Verdammt. Koordinieren. Nein, da noch, da, da. Zeitlich springen wird überbewertet. Spiele mit mir, nicht gegen mich, okay? Nein, nein, Nara. Okay, gut. Das habe ich ja schon mal wieder überlebt. Das ist ja schon mal super. Wow, dass es dann nicht mehr so drumherum macht. Hier ist nichts. Kein Gegner. Ey, das könnt ihr mir nicht weismachen. Nee. Bin gerade wieder enorm angespannt. Also auf die Teile kann ich drauf. Das ist ein N. Kann ich die auch wegschieben? Nur so ganz nebenbei. Da ist ein T. Dem anderen. Was ist da? Ich glaube ein Q, ne? Ja, ein Q. Und da ist nichts. Ja, die kann ich rausschieben. Nein, die kann ich reinschieben. Ich hoffe, nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Nein, da sind nur drei Klötze. Kann ich die noch weiter reinschieben? Oh, ich kann die weiter reinschieben. Aber noch weiter geht nicht, oder? Nee, gut. Oh, ich habe mich erschreckt wegen dem Falldings. In dem Geräusch. Oh, das ist das Einzige, was ich hätte auch reinschieben können. Okay, das will nicht. Bestimmt auch nicht so. Na, das wird nichts, ey. Ich dachte, ich hätte mich jetzt durchgepackt. Okay. Ich traue diesen Dings nicht. Wow. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Oh Gott. Speichern. Panisch werde hier. So nach dem Motto, oh mein Gott, Ecken, erstmal rausholen, gucken. Das Geräusch habe ich schon wieder komplett verdrängt. Das ist kein tolles Level für mich, ne? Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich dann hier irgendwie rauskomme. Na. Okay, es sind drei. Ist hinter mir noch eins? Nein. Okay, drei. Oh. Das freut mich doch sehr. Da hinten liegt auch nochmal. Hallo? Nimm es. Nimm die Munition. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich diesen Hebel betätige, oh nein, und dann auch noch so einer.
Nein, ich habe vor Schrecken die Sticks eingemacht. Okay, den kann man ja schön ausweichen, weil der sich jetzt dadurch nicht bewegt, aber... Trotzdem! Also damit habe ich nicht gerechnet, absolut nicht. Oh. Mein Herz, mein Herz. Das macht jetzt auch dumm, 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 dumm. Die anderen mir nicht schon gereicht hätten. Oh, oh, warum ist sie da so komisch im Schatten? Bleib, bleib weg, bleib weg. Lol. Nee, 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 Madame, du schießt mal nicht drauf. Okay. Ich habe jetzt einen Doppelgänger. Haha, einen sexy aussehenden Doppelgänger. Okay, was muss ich jetzt machen? Also ich kann mich jetzt eigentlich hier frei bewegen, habe ich das Gefühl. Außer dass dieser komische Doppelgänger ist natürlich. Macht die das auch? Ist der jetzt auch irgendwo drauf? Tatsächlich. Aber ich muss dorthin, oder? Komische Doppelgängerin. Ich hoffe, da gibt es jetzt auf der anderen Seite nicht auch noch einen Hebel. War ich nicht. Ich werde mich immer erschrecken wegen denen. Sieht schon irgendwie lustig aus. Habe ich schon gespeichert? Nee, habe ich noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich komme mit dem Doppelgänger noch nicht so klar. Ich weiß noch nicht, was es mir... Ja, jetzt ist im Nachbarraum eins kaputt gegangen. Man hört ihn voll. Ich sie doch eigentlich dort reinfallen lassen, oder? Das sieht mir sehr nach Lava aus, nach Tod. Ja. Dann lasse ich die ja da jetzt reinfallen. Das gleiche Spielchen nur auf die andere Seite. Jetzt ist es schon wieder zu. Oh, das ist zeitgesteuert. Hä? Wo ist sie hin? Doppelgänger? Der Doppelgänger ist weg. Ich hab den Doppelgänger gefunden. Ich hab ihn kaputt gemacht. Verdammt. Oh Gott. Ja, dieses Geräusch, das ist furchtbar. Ih, das sieht aus wie E.T. Das sieht wirklich aus wie E.T. E.T. in Rot. Ich hab den Doppelgänger kaputt gemacht. Ich hab das Gefühl, ich brauch den, um weiterzukommen. Weil hier in dem Raum ist ja nur diese Tür und diese Falltür. Und ich glaube, in die Falltür, da muss der Doppelgänger rein. Und dann tot, dann öffnet sich vielleicht das Tor. Ach man, ich habe das Spiel kaputt gemacht.
wo ich das letzte Mal gespeichert? Da hoffentlich, wo sie noch gelebt hat. Ja. Gut. Schwein gehabt. Oh, die bewegt sich schon wieder nicht. Auf damit! Ha! Diesmal habt ihr es gesehen, sie ist reingefallen, definitiv. Ah, und jetzt ist das Tor wirklich dort oben offen. Gut. Schön, dass der Speicherpunkt vorher dann verbuggt war, wo sie einfach stecken geblieben ist quasi und ich dann bei dem schönen Reiter im Vorraum nochmal weitermachen konnte. Das hat mir jetzt ein bisschen was an Zeit gekostet. Aber naja. Die Folge ist dann erstmal, denke ich, vorbei. Oder? Nee, warte mal, ich speichere erstmal hier. Dann brauche ich das nicht nochmal mit dem verbuggten Zeug hier machen. Guck mal, was mich hier jetzt erwartet. Achso, das ist der vom Nachbarraum, glaube ich, noch. Das einfach mal mitnehmen. Jo, je Gang sieht ja an sich ganz harmlos aus, aber andererseits... Nee, nicht. Nein, ich höre irgendwo... Pferdchen, 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 Pferdchen. Ja, bleib einfach stehen, Lara. Bleib stehen. Genau. Bleib. Geh. Nein. Nein, Lara. Ich hab die verkehrten Tasten gedrückt. Ich wollte das Menü öffnen. Was mache ich? Steck die Waffen weg. Ich verschieß. Was ist? Die Waffen sind weggesteckt. Oh, herrlich. Okay, er ist tot. Ich habe zwar nicht gesehen, wie er jetzt gestorben ist, weil ich durch die Kamera nicht sehen konnte. Ich weiß aber noch, dass von irgendwo hier noch einer angesprungen... Da bist du ja. Warte. Da bist du. Nein, geh doch weg. Geh weg, lass mich. Och, das ist unfair. In der Ecke drängen, das ist sonst meine Taktik. Ja, toll. Super. Das ist super nett. Ja, ich kam definitiv nicht weg. Ich kam einfach nicht weg. Ich habe gemacht, was ich konnte. Oh, unnötiges Verschwenden von Dings. Okay. Ja, jetzt werde ich hier doch einen Schnitt setzen. Das sieht mir ein bisschen nicht komplizierter aus, aber... dass ich dafür ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Ich hoffe, in der nächsten Folge kann ich endlich dieses Kapitel abschließen. Es zerrt sehr an meinen Nerven. Und nicht, weil es irgendwie schwer ist oder so. Nein, einfach, weil ich mich so sehr erschrecke. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.